Was für ein Theater. Oh, ich sag das ja euch Leute aus meiner jüdischen Sicht. Und naja. Also, Humor. Darf Humor alles? Und das alles von einem Polen. Es ging ja um polnische Witze auch, glaube ich. Und das alles von jüdischer und polnischer Sicht. Also generell, ich hoffe es, dass die Leute begreifen, dass Satire und Kabarett was sehr Schönes ist und dass die Stereotypen bedient werden sollten. Und ja, es ist aus meiner Sichtweise, ich bin doch knallhart, ich habe sehr viel Scheiße erlebt, Rassismus hardcore erlebt. Ich wurde von einem Lehrer ertrunken. Sein Spruch war für eine bessere Welt. Ich wurde sehr oft KZ-King beschimpft. Polacken, Schweinchen dick, wir müssen dich töten für eine bessere Welt. Und dennoch sage ich, wir brauchen den Hardcore-Humor. Wir brauchen das, weil der hat mir geholfen. Wäre dieser Hardcore-Humor nicht Stereotypen, dann hätte ich damals das, was mir alles passiert ist, was ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben könnt, erzähl mal deine Geschichte von Millionen von Jahren, weil die sehr lange sein wird. Ich mache nur ein kurzes Feedback hier. Auf jeden Fall das ist sehr lange Geschichte und was mir da passiert ist, jeder wäre zusammengebrochen. Vielleicht auch der das mit Humor verarbeitet hat. Ja, auf jeden Fall war sehr interessant, wieder an Bubble zu sehen. Ich mittlerweile sage nicht an Bubble, sondern ich sage Bubble. Die Bubble, die hinein rein Bubble, ne? Also die, weil CDF kann nicht an Bubbleisieren, weil die zu sehr selber in einer Bubble sind und nur ich könnte sowas ändern. Auf jeden Fall, Humor darf alles. Das Video war lustig. Ich fand es cool, dass Oliver Pocher da war. Ich fand es cool, dass Oliver Pocher sich nicht runtermachen gelassen hat. Und ich fand's lustig, dass ein Homosexueller versucht zu verbieten etwas und meint, er erklärt es anders vom Kontext. Da denke ich mir, Alter, wenn du bei uns Juden wärst, wir würden dich sowas von mit Argumenten gehörig bombardieren, da würdest du nicht mehr laufen können, ne? Und alle anderen auch im Endeffekt, also zumindest in meiner Sippe, weil wie Bruder und bin ja auch ich da sehr sarkastisch und knallhart. Ich bin sogar härter als Andre Tate und Bruder und Serda Somuncu, weil bei mir gibt's keine. Und tatsächlich testen es viele, weil man kennt ja das, Humor hat keine Grenzen, am Ende wird man selbst getestet und dann, oh, du hast mich verletzt, aber bei mir ist das tatsächlich nicht so, es haben mich sehr viele schon getestet und haben gesagt, wow, du meinst es wirklich und du lebst es auch, wenn man dir die härtesten Wörter gibt, wenn man das Krasseste mit dir macht, trotzdem macht es dir nichts aus. Und ich so, naja, ich habe noch härteres, ich habe Hardcore-Sachen erlebt und von daher, ich gebe da nicht viel so Wert drauf, ne? Wie in Matrix halt, ne? Gefühle und Worte kommt davon, was man damit anfängt. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ja, das war's auch von mir. Das ist mein kurzer Podcast. Mein Gedankenkiste, nenne ich sie. Und hier ist es halt ein Titel, mir ist kein eingefallen, Feedback zu grenzenloser Spaß. Also im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich nehme, ja, Humor darf alles. Okay, Leute, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, ich werde weitere Podcasts machen und ich würde mich freuen über zahlreiche Abonnenten und glaubt mir, macht mich zum Präsident der Vereinten Nationen und dann gibt's Weltfrieden, weil haue ich den Putin, dann versohle ich den Putin, nehme ihn übers Knie und versohle ihn noch und dann gibt's auch keinen Krieg mehr. Ne? Ich bin nämlich vielleicht der Einzige, der die Welt retten kann. Ha ha.